Andorf erzählte mir von einer uralten geheimen Verbindung des Planeten Schlüssels in der Region, die als geschminkte Maske bekannt ist. Er meint, dass niemand in der Region diesen Namen zu kennen scheint, weshalb unsere beste Hoffnung sei, eine Auge nach Spuren des Planeten Schlüssels aufzuhalten. Gut, jetzt reden wir mal mit dem Rothändigen hier. Daraufhin ist ein Zwerg... Supi, der hat dasselbe Bild wie ich. Daraufhin ist ein Zwerg mittleren Alters, der an einem Pfosten gefesselt ist. Vor seinen Füßen liegt blutiger Unrat verstreut. Sein Bart ist eine matte, verfilzte Masse und sein Gesicht ist voller Schmutzflecke. Trotz seines entkräfteten Zustands stemmt er sich gegen seine Fesseln, als du herankommst. Where's your niggas? You're just in time. Another moment more and I would have been dinner. Gesegnet sei deine Unterhose. Du kommst gerade zur rechten Zeit, einen Augenblick länger, und man hätte mich zum Abendessen verspeist. Fragen wir erstmal, wer bist du? Jordan, red-handed of the Impostor's Lament. Well, formerly of the Impostor's Lament. Giordo, der Rothändige von der Klage der Gaukler. Nun, ehemals von der Klage der Gaukler. Er lacht ein wenig zu laut. Something of a lifelong deckhand I am. Picked up cooking in the last few months, too. Meets my speciality, on account of the, well, you know, the business here, with the cannibalism. Ich bin so etwas wie ein lebenslanger Matrose. In den letzten Monaten habe ich mich dann auch am Kochen versucht. Meine Spezialität ist Fleisch, wegen, na du weißt schon, wegen dieser Sache hier, die Sache mit dem Kannibalismus. Bitten wir mal los. My wrist, thank you mightily. Meine Handgelenke danken dir, entstehe ich. Er bewegt seine Hände wiederholt, um die Durchblutung dieser wieder in Gang zu setzen. Sein Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse, als seine Finger über die tiefen Wunden streichen, die Seile hinterlassen haben. Say, you got a ship? Couldn't get here without one, right? You by chance have any spots open for an old dwarf like me? I might not look it, but I'm a deft hand with the rigging. Can even cook some. Sag mal, du hast doch ein Schiff, oder? Ohne Schiff wärst du niemals hierher gelangt. Du hast nicht zufälligerweise eine Stelle frei für einen alten Zwerg wie mich. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin verdammt geschickt mit der Takelage. Ich kann sogar ein wenig kochen. Ja, fragen wir erstmal, was passiert ist. Right sorry tale, I'm afraid to say. Our ship, a beautiful ship she was too, ran aground in a storm. Waves so high we couldn't see a damn thing, you understand? Ich fürchte, es ist eine ziemlich traurige Geschichte. Unser Schiff, und es war ein wunderschönes Schiff, ist bei einem Sturm auf Grund gelaufen. Die Wellen sind so hochgeschlagen, dass wir nichts mehr gesehen haben. Du weißt schon. Come to discover this here island's about as barren as an ancient lecher's bed. Not a scrap of nothing edible on it. And none of us were especially keen to take our turn about a wheel, so. Wir sind auf diese Insel gekommen, aber sie ist leer und öde wie das Bett eines uralten Lüstlings. Auf der ganzen Insel gibt es nicht ein bisschen Essbares. Und keiner von uns war besonders wild darauf, unseren Platz am Rad einzunehmen. Also, er bricht ab, kann dir nicht in die Augen sehen. As the months wore on and no one came looking for us, we started running low on crew and, victuals. I think while few of us were left here at the end, might have gone a little nutty. Als die Monate vergingen und niemand kam, um nach uns zu suchen, gingen uns langsam die Besatzungsbilder da aus. Und die Verpflegung. Ich vermute, die wenigen, die am Schluss noch übrig waren, sind ein wenig durchgedreht. Okay, ich nehme sein Angebot einfach mal an. Es würde ja nicht so schlimm sein, solange wir ihm kein Menschenfleisch zum Kochen geben. I owe you one, Captain. A debt like this, I'm not sure I'll ever be able to repay you. Ich schulde dir was, Captain, und eine Schuld wie diese bin ich nicht sicher, ob ich jemals in der Lage sein werde, sie zu begleichen. You like stew? I got a great recipe. Flavor's real different, like nothing you ever tasted. I'll make it for you. You know, in thanks. Magst du Eintopf? Ich kenne dein tolles Rezept. Das ist einmal ein ganz anderer Geschmack. So etwas hast du noch nie gekostet. Ich bereite dir meinen Eintopf zu. Als Dank weißt du, er zwinkert dir zu und nickt, bevor er sich zum Schiff zurückbegibt. So, das wird hoffentlich jetzt keine direkten negativen Auswirkungen auf das Schiff haben. Er ist Matrose, du bist eher Navigator. Ja, ich muss in Nekataka muss ich die Seemänner rausschmeißen, okay. Das heißt, da du ein guter Matrose bist, kommst du mal in den Wartebereich. Müssen wir für dich überhaupt zahlen, für den Imp? Boah, der Rothändige verlangt 3. Hm. Der ist schon ganz schön teuer. Was ist eigentlich mit dem... Ja, nutzloser Dummkopf verlangt nur 1.
Und ist auch nur gut als Navigator. Navigator haben wir ja einen guten. Ja gut, wir haben die beiden Kanonen, die wir verkaufen können fürs Erste. Ich frage mich, ob wir diese Schiffe nachher auch irgendwie als, also wenn wir mehrere haben, ob wir die als Handelsschiffe benutzen können. At once. Yes? So, und hier ist noch ein Bettlager. Mit ein bisschen Geld drin. Das ist okay. Einige der Knochen sind gebrochen und im Lauf der Zeit ausgeblichen. Ja, mehr gibt es in den Ruinen dann nicht mehr. Ja, ich muss zugeben, unheimlich sind sie schon irgendwie. Ah, Insel benennen. Also musste ich doch nur hier alles erkunden, um die Insel benennen zu dürfen. Gut. Wie nenne ich sie denn? Ne, ich sage einfach mal Kit H. Ja, ich habe jetzt die Insel Ketha entdeckt. So, da können wir die Insel einmal kurz umschiffen. Um die Küste vollständig aufzudecken. Okay, das Ale geht mir aus, aber das ist okay. So, dann fahren wir an diesen kleinen Inseln hier drüben vorbei. Ach, ich finde das echt. Ah, ein Händlerschiff. Einsame Reisfarm. Und ein Dock. Können wir auf der Reisfarm vielleicht Sake kaufen? Also ja, Reiswein und Talleib. Aber nee, ich hätte gern Reis und Reiswein und dann nehme ich am besten alles, weil das ist recht günstig. Das ist wirklich recht günstig, wenn ich es mir so ansehe. Weil normalerweise kostet das 7. Also ja, ich nehme beides mit. Nahrung. Noch ein Moralboost und dann sollte ich das Obst mal rauspacken. So, wo ist der Reiswein? Oh, jetzt klappt das sogar. Ist ja
Habe ich ja noch nicht gesagt, es ist ein neuer Patch rausgekommen für Pillars of Eternity 2, also ein ziemlich großer Patch, ein Gigabyte-Patch. Und scheinbar ist jetzt der Bug weg. Dass die Sachen, wenn man sie auswählt, einfach an den Anfang geschoben werden. Ich habe ziemlich viel Matrosen bereit. Da müsste ich der Crew 7 Stück zur Verfügung stellen, damit die was essen. Trinken, wie sieht's da aus? 9. Mhm. Aber nee, ich wollte Reis. ...180 ist etwas viel. Nimm mal so 50 Reis wieder raus, bitte. Dann haben wir ordentlich was zu essen und zu trinken an Bord. Wie gesagt, zur Not tue ich das Minus vom Wasser ausgleichen mit Plus am Essen. Also indem ich einfach irgendwann mal den Matrosenbeil reinpfeffer. Oh ja, war gut, dass wir die Reisfarm gefunden hatten hier. So, zu der unbekannten Insel wollte ich. Das ist die hier oben. Hier sind überall kleine Inselgrüppchen noch. Puracao. Haben wir zufällig ein Ding, was Puracao heißt? Kopfgeldbeine haben wir. Insel Krummsporn. Ja, Puracao. Aber weißt du was, wir nehmen mal unsere beiden anderen Gruppenmitglieder diesmal auf. Also dafür sind Edda und Alof mal kurz weg und wir nehmen Palegina und Tekeo auf. Weil die beiden da, die brauche ich nicht unbedingt. Ich kann auch leider keinen Stufenaufstieg hier machen. Gut, sammeln wir erstmal hier das Lager ein. 18 Ale, das ist sehr schön. So, und dann kümmern wir uns hier um das Kopfgeld. Weil wenn ich ein paar Kopfgelder einstreichen kann, ist das gut. Das wiederum finde ich nicht so gut. So, Palegina. Du kriegst erstmal einen Bonus auf Athletik. Achso, und hier unten von mir aus einschüchtern. Hand auflegen, das finde ich immer gut. Ach, Glaube und Überzeugung wird erst aktiv, wenn ich das aktiv nehme. Ach so, tiefer Glaube. Und das da. Erzfeind. Ne, ich nehme erstmal Hand auflegen. So, nächster Stufenaufstieg. Überleben. Und hier oben Arcana. Jetzt tiefer Glaube. Eifrige Aura. Gewährt Genauigkeit, gewährt Vorwärtskommen, gewährt Rüstungswert. Gewährt 30 gegenseitig ausschließende Auren, die da unten noch verbessert werden können. Warum kann sie jetzt eigentlich auf einmal alles? Oder konnte sie das vorher schon? Na gut, dann. Oder was haben wir hier noch? Waffe und Schild? Inspirierender Triumph.